Jetzt mal hier willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute im Video springen wir mal wieder in ein Schimpansen-Level. Ich hatte ja gesagt, ich will die Schimpansen-Level jetzt ein bisschen häufiger spielen. Und ich dachte mir, okay, lass uns einfach dann auch mal durchziehen und lass uns heute mal die Map vor der Küste machen. Ich habe den Schimpansen-Modus noch nicht geschafft, aber die Taktik für diese Map hier ist relativ leicht. Wieder Shoutout an den YouTuber der Bloon, der sich die Zeit genommen hat, diese Taktiken rauszufinden. Und die ist relativ simpel. Macht einfach hier den dahin. So. Und macht dann hier so einen Wurfelaffen hin. So. Und das war's schon. Fertig. Nee, es ist wirklich sehr, sehr simpel. Und deswegen finde ich es sehr gut. Deswegen zeigt es auch. Ich werde früher oder später auch noch eine schwere Taktik irgendwann mal vorstellen. Weil irgendwann müssen wir ja die Map out schaffen. Das werden wir ja irgendwann einfach machen müssen. Auch wenn ich da keine Lust drauf habe, weil ich die Map einfach ranzig finde. Aber früher oder später müssen wir auch mal die ganz schweren machen. Zwingskanone skillen wir jetzt. Jetzt kommt aber alles noch. So, was auch noch kommen kann, ist vielleicht der Abo-Button. Ich glaube, wir stehen kurz vor den 161.000 Abonnenten. Und es wäre ganz cool, wenn wir das noch erreichen würden heute. Wenn wir schon erreicht haben, wäre natürlich auch eine coole Sache. Generell, Abos sind so wichtig. Es tut mir leid, dass ich das immer sage, aber ich meine, das geht 30 Sekunden vom Video. Und ich meine, wenn ihr neue seid, ihr könnt gerne abonnieren, das wäre eine coole Sache. Dankeschön. Okay, einmal abgehakt. So, jetzt sparen wir auf Pet Fasti. What? Wie konnte er durchkommen? Aber ich habe es vorher zweimal versucht. Ich teste ja immer, auch wenn ich mir Videos so angucke, ich teste das immer einmal und gucke, okay, funktioniert das alles? Klappt das alles? Zumindest andersweise. Und ich habe eigentlich die ersten 30, 40 Level mir mal angeguckt und es ging eigentlich immer klar. Kaum starte ich die Aufnahme, versage ich zweimal. Es ging auch klar mit Erster. Also es ging auch klar, ohne dass ich das auf Stärksten gestellt habe. Ich meine, wir ändern das jetzt, aber... Das irritiert mich. Das irritiert mich. Aber gut, ich mache jetzt hier trotzdem noch größere Reichweite, einfach um sicher zu gehen. Aber wir sparen jetzt auf Pet Fasti. Runde 10 bin ich eben Game Over gegangen. Bitte jetzt funktionieren. Aber das wird jetzt hier auch mit Erster genauso ablaufen. Er greift hier immer den Vordersten an. Ja, jetzt ging's klar. Ja, okay, manchmal ist das Leben einfach komisch. Manchmal ist das Leben einfach... merkwürdig, ganz ehrlich. Aber okay, das ging jetzt klar. Wir sparen jetzt auf Pet Fasti. Pet Fastis Position. Ihr könnt es übrigens auch nachmachen. Das ist eine Taktik, die kriegt jeder hin, weil die halt wirklich ultra easy ist. Pet Fasti kommt hier vorne hin. Mit dem Fuß da vorne an die Ecke. Bumm. Ganz entspannt. Jetzt müssen wir... was? Genau. Wir müssen jetzt Top-Spionage verbessern. Weil das Affen-U-Boot-Tier ist im Grunde die wichtigste Einheit bei dieser Taktik. Denn die macht den meisten Schaden. Und die skillen wir auch durch auf 205. Und es ist wichtig, dass die dieses Gebäude, dieser Affe, dieses U-Boot die ganze Zeit angreift. Und deswegen machen wir jetzt erstmal Top-Spionage, weil dann kann er auch da oben mit angreifen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Dann machen wir jetzt hier gleich Luftdetonationspfeile. Detonationspfeile, let's go. Jetzt haben wir noch einen zweiten Wurfelaffen raus. Der kommt ungefähr hier hin. Wir machen den jetzt hier so, dass er Terminals angreifen kann. Und hier machen wir auch so, dass er Terminals angreifen kann. Und außerdem... das U-Boot kann dann ja auch da angreifen, wo die Reichweite haben. Und das geht einfach dann sehr gut Hand in Hand. Stimmt, ja, okay. Es scheint zu funktionieren. Ich glaube, ich kann jetzt sogar auch auf Erster stellen. Das kann ich wieder umstellen. Und jetzt müssen wir noch einen Alchemisten raushauen. Und den skillen wir dann einfach. Und dann sind wir schon Runde 40. Generell übrigens, ich mag die Strategie, weil man Pet Fasti benutzen kann. Man könnte es natürlich, habe ich schon gesagt, man kann es leichter machen. Einfach die Druiden-Taktik rausholzen. Ist wahrscheinlich sogar stärker. Aber wir machen es mal dann so. So. Und das skillen wir jetzt auf 402. Finde ich persönlich aber interessant, dass zwei Wurffallaffen reichen, um diese Wellen an Tarnballons aufzuhalten. Ich dachte halt immer, man braucht viel mehr, aber es reichen anscheinend zwei Tarnballons aus. Also, das hat mich ein bisschen überrascht. Achso, ich muss ihn auch auf panzerbrechende Pfeile skillen. Da habe ich nicht vergessen. Bevor ich den Alchemisten verbessere, mache ich lieber das, bevor ich das vergesse. Es sind nicht so viele Dinge, die man machen muss. Also, von all meinen Schimpansentaktiken, die ich vorgestellt habe, oder beziehungsweise von all den Schimpansentaktiken, die ich vorgestellt habe, sind ja nicht von mir die Taktiken, also ein paar vielleicht. Aber das ist schon eine der leichteren. Da habe ich schon deutlich schwerere auch mal vorgestellt. Wir verbessern dann hier auf Stärke-Stimulanz. Bumm. Jetzt verbessern wir unten auf Säurepool. Und das geht genau auf Runde 40 auf in der Regel, dass man das dann durchgeskillt hat mit Säurepool und mit schneller Werfen. Und dann Runde 40 ist halt einfach total easy. Was an Pet Fasti übrigens gut ist, ist eine Fähigkeit. Moab, guckt, easy kaputt gegangen. Denn durch seine Fähigkeit... kann man sich immer so ein bisschen Sicherheit geben. Wenn man mal Probleme hat und am Scheitern ist, haut man einfach die Fähigkeit raus und das gibt einen extrem Safety. Weil das boostet halt alle Affen im Umkreis und da ist man stärker. Das ist wirklich, die Fähigkeit müsst ihr auch nachher einsetzen.
Also die erste Fähigkeit von Bedfasti. Immer wenn es kritisch wird, haut die Fähigkeit raus und alles ist gut. Penn gerade ein bisschen, ich muss nämlich einen Affenduft platzieren. So. Okay, gut. Damit wir gegen Tarnballons ein bisschen sicherer sind. Okay, und jetzt hauen wir noch einen weiteren Wurfelaffen raus. Denn wir wollen ja, dass er möglichst alles angreift. Also, er kann hier oben angreifen. Da ist das abgedeckt, da ist das abgedeckt. Da ist das abgedeckt. Ich muss jetzt hier noch diesen Mittelteil abdecken. Das machen wir so, so und so. So, jetzt kann nämlich das U-Boot die ganze Zeit angreifen. Und jetzt sparen wir auch beim U-Boot. Ich gucke nochmal nach. 402. 22. Der hat nichts. Der ist richtig. Der ist richtig. Der ist richtig. Der ist richtig. Und jetzt sparen wir auf 27.000. Okay, Runde 55. Die Baguette ist ein bisschen unheimlich, weil die Ballons sind bis nach da hinten rechts gekommen. Aber konnten vom U-Boot immer noch gekillt werden. Also das sieht unheimlich aus. Ist aber eigentlich easy. So, jetzt verbessern wir das. Dass er jetzt der Subkommandant ist. Und jetzt machen wir noch Affen-Nachrichtendienst. Dass wir das auch schon mal weg haben. Und ihr müsst das Affendorf übrigens so platzieren, dass links daneben noch zwei Einheiten Platz haben. Ich habe jetzt gerade Angst, dass ich das verhauen habe, weil wir brauchen auf jeden Fall noch einen Eisaffen und noch was anderes darüber. Und vielleicht habe ich das verhauen, ehrlich gesagt. Da muss nämlich der Reißnagel. Eventuell geht's klar, aber eventuell habe ich es auch verhauen. Ich weiß nicht. Ich glaube aber, ich habe es nicht gut platziert. Ganz ehrlich, das geht, glaube ich, besser. Ja, ihr wollt es aber einfach nur so haben, dass halt einfach Bedfasti geboostet ist, dass er geboostet ist. Und wenn das nicht klar geht, dann machen wir halt was anderes dahin. Denn man hat ein bisschen Freiheit tatsächlich mit dieser Taktik, wie man das angeht. Jetzt müssen wir noch ein Piratenschiff platzieren. Das machen wir hier hin. So, und das gehen wir so. Das lassen wir jetzt einfach so. Und jetzt kann das U-Boot auch da unten angreifen. So, und jetzt fangen wir schon mal mit den Eisaffen an. Den hauen wir da mal hier unten hin. Ich habe, glaube ich, alles raus. Eisaffe, so weit unten, wie es geht. Wird der Reißnagelwerfer da oben noch hinpassen? Ist die Frage. Bitte, bitte, bitte. Ja, wird er. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, es passt. Es passt noch. So, und jetzt gehen wir den Eisaffen nach unten. Also 0, 2, 4, ihr kennt die Skillung. Und dann kann er nämlich da alles einfrieren. Relativ stabil. Wir werden auch nachher noch ein paar andere U-Boote platzieren. Aber erstmal sind wir wirklich sehr gut aufgehoben. Bedfasti so stark in dieser Challenge. Der liefert die richtig ab. Der schubst die Moabs zurück. Er kann boosten. Der kann nachher die auch alle greifen. Und ich meine, man hat den Eisaffen auf Level 5. In Runde 80 ungefähr. Okay, das müsste relativ aufgehen tatsächlich mit Runde 80. Und in Runde 80... könnt ihr also abrunden, ich sag mal ab Runde 90 oder vielleicht sogar früher. Auf jeden Fall könnt ihr langsam anfangen, die erste Fähigkeit von Bedfasti einzusetzen. Ihr könnt auch die zweite einsetzen und die einfach packen. Aber theoretisch könnt ihr ab jetzt langsam anfangen mit den Fähigkeiten. Und wir machen mal hier Eiszapfenpfahl. Jetzt können wir da die Ballons und die Warps einfrieren. Jetzt machen wir darüber noch den Reißnagelwerfer. Boom. Den skillen wir so und so. Und den skillen wir dann auf lange Sicht. Das heißt, in, ich glaube, 9 Runden. Zur Reißnagelzone und dann hauen wir noch zwei U-Boote raus, dann hauen wir noch ein Gebäude raus, ne, dann hauen wir den Mörser raus, dann noch, okay, ich glaube, wir haben schon das meiste draußen. Wir brauchen noch 1, 2, 4 Gebäude brauchen wir noch. Und dann am Ende, Timing ist wichtig. Also Runde 100 ist das Timing super, super wichtig. Da kann man nämlich, glaube ich, ein bisschen was verhauen. Aber ja, generell eine sehr, sehr simple Taktik. Das sind hier generell die besten Taktiken für den Schimpansenmodus. Ich meine, ich habe ja auch schon Taktiken vorgestellt, wo dann wirklich in jeder Runde, okay, dann die Fähigkeit und dann die. Dann, wenn der Moab da in diesem Winkel, in diesem Grad ist und dann muss ich da die... Also, das mag ich nicht. Werde ich natürlich trotzdem noch vorstellen, irgendwann solche Level auch. Oder habe ich auch schon vorgestellt, muss ich auch zusagen. Zum Beispiel überflutetes Tal. Das war sehr, sehr skillig und anstrengend, das zu schaffen. Könnt ihr euch gerne mal angucken, das Video. War bis jetzt die schwerste Map, die ich gemacht habe. War kein Spaß. Überflutetes Tal. Schimpansenmodus. Das hier ist halt... Das ist einfach ein Strand. Ist halt einfach sehr entspannt, der Strand. Und ist auch leicht. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach die Druiden-Taktik machen. Oder nee, die Taktik sollte hier auch aufgehen, ehrlich gesagt. Ich greife nochmal. Haha. Er kann ja wirklich die ganze Zeit greifen. Wichtig beim Griff ist übrigens, ihr dürft den Griff nicht einsetzen, wenn da ganz viel auf einmal ist. Weil wenn ihr... Ich kann es, glaube ich, gar nicht zeigen. Aber wenn ihr den Griff einsetzt, dann ist Bedfasti ja beschäftigt. Das heißt, wenn ihr den Griff einsetzt, dann können... Bedfasti hat ja mehr Fähigkeiten. Bedfasti kann Moabs ja betäuben. Er kann sie zurückschleudern. Und diese Zurückschleudern-Fähigkeiten sind im Grunde halt eigentlich wichtiger, als zu greifen. Greifen wirklich nur, wenn da nur so zwei Moabs sind. Beziehungsweise Zombs. So, wir haben jetzt nochmal kurz hier den raus. Einmal... Und zweimal, die werden vom U-Boot auch noch geboostet. Boom. Und die skillen wir so und so. Die skillen wir dann auf 204 beide. Jetzt kommen aber gleich schon die ersten DDTs. Aber es macht nichts. Die fetzen wir weg.
Die werden easy weggefetzt. 190. Sieht gefährlicher aus, aber wir haben halt auch das Eis und die werden dann halt eingefroren. Die können dann aufgeräumt werden. Und ich kann es nochmal sagen, wenn es zu kritisch wird, wie jetzt vielleicht? Ne, jetzt geht noch klar. Aber wenn es zu kritisch wird, setzt einfach die Fähigkeit von Petfasti ein. Dann boostet ihr alles und das ist alles nochmal leichter. So, jetzt gehen wir den. So. Die Fähigkeit lädt sich übrigens auch relativ schnell auf. Ich kann es mal kurz demonstrieren. So, zack. Die lädt sich halt richtig schnell auf. Die sind jetzt alle geboostet. Habe ich ein bisschen zu früh eingesetzt, aber macht im Grunde jetzt auch nichts. So, bam bam. 93, jetzt kommen noch ein paar DDTs. Die sollten aber auch wahrscheinlich alle kalt gemacht werden. Fähigkeit brauchte ich nicht. Und schwupp. So, und jetzt zur vorletzten Einheit. Dann sind wir schon durch. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, der Mörser. Egal, wo ihr hinhaut übrigens. So, und zielt nach vorne. Ist auch relativ egal, wo ihr hinzielt. Ihr macht das so, ihr macht das so. Und dann skillt ihr auf Schmettergranaten. Weil das nimmt halt den Spezialeffekt. Das heißt, wenn da gepanzerte Einheiten hinkommen, nimmt der denen die Panzerung weg. Das wollen wir haben für Runde 98. Und das ist es im Grunde schon wirklich. Viel mehr kommt er jetzt gar nicht auf uns zu. In dieser Runde setzen wir vielleicht nochmal Petfastis Fähigkeit ein, die erste. Weil es kommt hier die DDT-Armee. Ja. Setzen wir aber nur ein, wenn es zu kritisch wird. Wenn es zu weit wird alles, dann hauen wir Fähigkeit. Ging klar. Ging klar. Ich habe jetzt kurz nochmal gecheckt, ob meine Facecam nicht alles überdeckt. Tut's nicht. Tut's nicht. Meine Facecam überdeckt im Grunde gar nichts. Ich bin einfach mitten im Geschehen quasi. Okay. So. Auf Fähigkeit wäre gar nicht schlecht, glaube ich. Bam, Fähigkeit. Und Schmettergranaten. Okay. So, geht das klar? Geht das klar? Geht das klar? Ich glaube, es geht in Ordnung. Ich glaube, es geht in Ordnung. Da wird zurückgeschlagen alles. Die Fähigkeit lädt sich sogar nochmal auf. Easy. So. Wir sind sehr gut in der Zeit. Habt ihr was vergessen? Wenn man gut in der Zeit ist, hat man ja meistens was vergessen. Aber ich glaube, das geht in Ordnung. Und jetzt brauchen wir noch den hier. Boom. Und den skillen wir so. Und das war's im Grunde schon. Den skillen wir jetzt gleich noch auf Erstschlagfähigkeit. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. So, schießt der Mörser auch richtig. Ja, der trifft die alle. Die Fähigkeit haben wir noch am Start. Und hier wichtig, in Runde 98 setzt nicht die zweite Fähigkeit von Petfasti ein. Wenn die zweite Fähigkeit, die erste war jetzt wichtig, aber mit der zweiten hätte er halt einfach einen gegriffen und hätte sich selbst aus dem Spiel genommen und dann einfach alles durchmarschiert. Das wollt ihr nicht machen. Das geht nämlich krass nach hinten los. So ging es aber klar. Jetzt skillen wir noch hier. Erstschlagfähigkeit. Und das war's im Grunde schon. Also, ohne Witz, das war's im Grunde schon. Ich habe den normalen Bett eingestellt, weil da kann man, also da könnt ihr es ein bisschen besser sehen vom Timing. Denn wenn der gleich kaputt geht, bis zum gewissen Grad, ist Timing wichtig. So, ab der nächsten Stufe. Nächste kaputte Stufe. So, jetzt 1, 2, 3, 4. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Ich mach's mal, bam. Oh, er geht kaputt, okay. Gut, weil wenn man das vom Timing verhaut, dann überlebt er den Schuss halt. Und dann kommen da halt die DDTs raus und so weiter. Aber es ging jetzt klar, ich habe sogar extra lang gewartet. Schimpansen-Level geschafft. Unser stärkster Turm war das Boot mit 950.000. So soll es auch sein. Wir kriegen 900. Und haben damit unser 1, 2, 3. Haben damit unser drittes fortgeschrittene Level im Schimpansen-Modus geschafft. Nice, ja okay. Wir werden weiterhin die Schimpansen-Level durchballern in den nächsten Wochen, Monaten. Wie gesagt, ich will so ein Schimpansen-Level in der Woche mal vorstellen. Und dann würde ich mal sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache. Und ansonsten sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.